Ein nordkoreanischer Dissident hat verraten, warum Kim Jong-uns Truppen bereit sind, für Putin zu sterben. Der Einsatz in der Ukraine werde als Chance auf Ruhm und bessere Lebensbedingungen gesehen, sagte der ehemalige Soldat, der 2019 aus Nordkorea geflohen ist. Die Kämpfer würden geehrt und die überlebenden Soldaten als Helden gefeiert. Familien erhielten Zugang zu besser bezahlten Jobs. Zudem sollen nordkoreanische Söldner umgerechnet 2000 US-Dollar im Monat verdienen. Der durchschnittliche Nordkoreaner lebt sonst von wenigen Dollar im Monat.